Was geht ab, Tim? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Mann, wir sind hier am Strand. Hondok Bay, um genau zu sein. Wir werden hier heute schön unser Camp aufschlagen, angeln. Alles Mögliche. Feuer, Holz, alles dabei. Vielleicht sogar schwimmen. Mal gucken. Mal gucken. Geht noch voll klar. Ja, aber erstmal werde ich da so ein bisschen die Sachen auspacken. Euch jetzt oder im Laufe der nächsten Zeit jetzt gleich zeigen, was ich mit habe überhaupt. Es wird sehr, sehr verrückt, weil es wird auf jeden Fall kalt in der Nacht, windig und ich habe nur einen Sommerschlafsack dabei. Ja, also sehr, sehr fraglich. Ich habe auf jeden Fall eine Rettungsdecke mit, falls das zu heftig wird. Und ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wetter ist gut und ja, bis gleich. So Leute, wir waren eben die ganze Zeit ein paar kreischende Kinder. Ja, ein bisschen gewartet, aber ich zeige euch mal jetzt, ja, unser Zeug. Wir machen mal so einen kleinen Notort. Und ich habe direkt den größten Fehler gemacht, den ihr machen könnt. Ich habe das ganze schwere Zeug einfach in diese komische Tüte hier gepackt. Und eher das leichtere in den Rucksack. Warum auch immer, was ich mir gestern Abend, Nacht dabei gedacht habe. Ja, auf jeden Fall haben wir ganz wichtig die Angel. Das Zelt natürlich. Die Zelt, ja, also das Gerüst fürs Zelt. Unseren Schlafsack, den zeige ich euch auch mal direkt. Also das ist wirklich eigentlich kein Winterschlafsack. Wir waren jetzt hier keine Minusgrade oder so. Aber wie ihr seht, das ist, also da steht nicht mal drauf, irgendwie was das für ein Dings. Hat es auch noch voll dreckig hier oben vom letzten Mal. Habt ihr nicht gewaschen. Aber es ist auf jeden Fall ultra drin. Dünn das Ding. Haben wir noch. Wir haben 2 Liter Wasser. Wir werden hier nur eine Nacht bleiben. Deshalb sollte das reichen zum Trinken und Kochen. Ja, das ist die Hülle von der Isomatte. Dann haben wir hier auf jeden Fall 3 solche Feuerholzdinger. Eine Lampe, aka auch Moskitoschutz. Aber ich benutze das eher als Lampe, weil mit Moskitos brauchen wir jetzt nicht zu rechnen in der Jahreszeit. So, die 3 Dinger haben wir. Also hier ist so viel Totholz. Ich habe einfach, ja, 3 mitgenommen. Dann haben wir hier so eine kleine Fischfalle. Weil es gibt hier sehr, sehr viele Fische, die tatsächlich sehr, sehr klein sind und auch klein bleiben. Und von daher könnten wir den einen oder anderen snacken, je nachdem, was da für einer reinkommt, falls überhaupt einer reinkommt. Das ist wieder so ein kleines Ding für die Angel, das man hier so reinsteckt, falls man irgendwie passiv angeln will. Das werden wir noch viel machen. Aber wir werden versuchen, erstmal aufs Squid zu gehen. Ich habe einen Squid-Chick mitgenommen für Tag und für die Nacht. Mal gucken, was daraus wird. Hier natürlich die anderen Haken fürs Zelt. Ein Teller. Kleinen Topf hier mit ein paar Sachen. So, einmal eine schöne Weißpilzsuppe. Reduziert auf 39 Cent. Aus Deutschland mitgebracht. So, hier kosten die auf jeden Fall das 10-fache fast. Nee, doch. Also das 5-fache auf jeden Fall. Naja, ein bisschen Olivenöl. Hot Sauce, ein paar Würstchen, ein paar Pilze, auf jeden Fall auch deftigen Grünkohl aus Deutschland importiert, beziehungsweise hat mir meine Mutter und Schwester geschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Noch andere geile Sachen, aber die werden wir in den anderen Videos dann sehen. 13 Knoblauch, 2 kleine Zwiebeln, ein bisschen Grillanzünder für das Holz und ein bisschen Pappe. Genau. So, dann den Topf halt noch. Das war's erstmal, beziehungsweise jetzt zeige ich euch gleich, was im Rucksack drin ist. So Leute, kommen wir zum Rucksack. Also da habe ich auf jeden Fall ein paar dicke Socken.
noch eine kleine Flasche Wasser, die habe ich aber ja seit meinem Flug, bin ja erst vor ein paar Tagen aus Deutschland gekommen, die habe ich dann noch im Flugzeug bei der Lufthansa bekommen. Ein aufblasbares Kissen. Auf jeden Fall eine Schwimmhose, ein Handtuch. Ja, mal ganz wichtig, die Angelrolle. Ich habe schon Sorgen gemacht, dass ich die vergessen hätte. Das wäre natürlich ein richtiger Reinfall. Ein bisschen Thermohose, Thermo-T-Shirt, Powerbank, die Rettungsdecke, die wir mit Sicherheit später brauchen werden, eine Mütze, noch ein Pulli, also ein Rollkragenpulli, ein dünner Pulli nochmal, also ich werde hier wie ein Michelin-Männchen, glaube ich, nachts hier rumlaufen. Handschuhe habe ich auch noch eingepackt, vorsichtshalber. Noch ein paar Socken, falls hier irgendwie ins Wasser reingerate. Ja, unseren Campinggasaufsatz. Passende Kartusche dazu. Scheiße. So, was noch? Ein paar Muscheln. Die werden wir ja wahrscheinlich nicht essen, sondern als Köder benutzen. Falls da nichts passiert, werden wir die essen. Angelschnur, ganz, ganz fein und dünn. Hier dieses ganze Angelzeug. Genau, ich werde, denke ich mal, mit dem anfangen. Aufs Klo, falls das nichts wird, habe ich hier vorne noch einen anderen, der leuchtet. Genau, werden wir dann aber später sehen. Bin gerade eben schon ein bisschen den Strand abgelaufen, mit der Hoffnung, dass da irgendwie dieses Gerippe, diese komischen Plastikdinger, oder die aussehen wie Plastik, hier irgendwie finde. Habe ich nicht. Muss aber nichts heißen. Könnte hier ein guter Spot sein. Also die Richtung ist schön sandig hier überall. Wenig Hänger hoffentlich. Mal schauen. Und ja, ach so, hier oben. Noch Elektronikkram wie Handyaufladekabel, GoPro, Batterien, Kopflampe. Und falls wir ins Wasser gehen zum Film, so ein Ding, damit ich die GoPro da nicht verliere. Genau, vorne ist ein ganz normales Messer, ein Filetiermesser und hier eine Rolle Klopapier. Immer gut, und halt einen anderen Squidjig, der einfach am Bauch leuchtet, wenn wir drauf leuchten. So, das war's. Mehr haben wir nicht mit, also außer das, was ich am Körper trage. Und das ist Regenhose. Das habe ich hier drin, halt Handy, das übliche Zeug, Kopfhörer. Aber jetzt nichts Krasses. Bin gespannt, wie die Nacht wird. Bin aber eher gespannt, wie das Angeln wird. Ob wir heute was fangen, ob nicht. Wir werden es später sehen. Also im Sommer wird es geil sein, weil da kannst du einfach mit dem Ding los, hast du einfach nur noch die Hälfte vom Packmaß, vom ganzen Zelt. Man kann sowieso ein bisschen leichter oder deutlich leichter, je nachdem was man vorhat, unterwegs sein. Und das werden wir auf jeden Fall auch machen. So Leute, ich zeige euch das mal ganz im Schnelldurchlauf, ganz normaler Drop-Shot mäßig, mit dem Wirbel, und kommt das Gewicht dran hier, dann weiß ich noch nicht, denn hinter mir braut sich gerade übelst der Sturm auf, die ganzen Leute sind alle da am Abhauen gerade in die Autos, könnte gleich regnen, also ich höre schon den Donner, da muss ich aber ganz schnell hier alles ins Zelt reinknallen, aber dann... Also, boah, okay, es könnte ein bisschen länger dauern. Ihr hört hier das Rauschen oder das im Hintergrund. Geht schon mal wild los hier. Boah, Leute, es sieht echt aus, als ob hier gleich so ein Tornado kommt, ey, vor allem da vorne.
Heiliger Strohsack. Puh. Falls ja, dann stelle ich die erstmal hier irgendwo auf, damit ihr seht, was abgeht. Und kriege da schön rein in meinen Kabuff. Und warte ab. Ich hoffe, das wird jetzt nicht hier die ganze Nacht oder ein paar Stunden hier regnen. Das war auf jeden Fall nicht angesagt, obwohl ich guck mal. Eigentlich nur Wind. Ja, immer noch. Immer noch nur Wind. Sieht mir aber nicht danach aus. Da seht ihr es. Wind, 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 Wind. Oh, Lissabon, da sind wir nicht. Wind, 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 Wind. Morgen ab 8 Uhr bis 10 bisschen Sonne scheinbar, danach Wind, 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 ab 16, 17 Uhr wieder Sonne. Mal gucken. Boah, Leute, plus mir ist aufgefallen, dass die Angel hier ganz schlecht steht, als ob ich hier vom Blitz getroffen werden will. Ach, Digga, was machen wir? Das ist die Frage. Stell die mal da hinten irgendwo hin. Zu der Feuerstelle hier. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf, welche auch noch vom Blitz getroffen zu werden. Mann, das hätte mir echt noch gefehlt hier. Oh scheiße, hier sind Ständer auch am besten. Auch nicht so gut. Puh, so, jetzt kann der Sturm kommen. Bin bereit. Jo Leute, ich hoffe man sieht mich. Naja, auf jeden Fall hat es eben kurz geregnet, ganz kurz. Hat sich ja gelohnt, das aufzunehmen. Ja, wir sehen, das ist auf jeden Fall dunkel. Da scheinen auf jeden Fall ein paar Flutlichter jetzt. Bin mal eben da drüben zu dem Licht gegangen. Weil da sind zwei Angler. Die gehen auf jeden Fall auch auf Squid. Die haben, heute hatten die noch kein Glück, aber die haben auch erst gerade angefangen. Von daher weiß ich nicht, ob ich auch auf Squid gehen soll. Also für die da mit dem Licht ist es auf jeden Fall besser. Ohne Licht eher schwierig. Wobei ich halt ein paar so Leuchtdinger habe für Squid. Ich werde jetzt erstmal was essen, was Kleines. Und dann ja, die Angel hier erstmal einfach reinschmeißen auf Grund mit einer Muschel. Mal gucken. Mal gucken. So Leute. Da ich extrem Hunger habe, ich habe heute nur einen Salat gegessen, also einen halben, den ich gestern nicht oft essen konnte abends, hauen wir uns jetzt einfach ein bisschen Bratkartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch. Also erstmal die Kartoffeln braten wir an, dann haben wir die Würstchen und geschnittene Champignons rein. Genau, aber erstmal Kartoffeln klein schneiden. Und ab dafür. Ich schäme mir es gar nicht. So, ich denke mal, gleich die Zwiebeln hinterher. Ah, ja, und schon mal das Ding an hier. Was ist das da? Das Feuerzeug. Hier sind das schon ultra Scheiße. Lag am Öl, ey. Hätte das als erstes rein tun sollen. Okay. Das wird jetzt schon recht gut. Bald machen wir ein bisschen Pilzwasser rein, dass hier nicht so anbrennt. Probier das mal. Ja, schmeckt nach Pilz, ne? Ein bisschen aber nur. Ich weiß gar nicht, ob ich die Würstchen auch noch mit reinballer. So, probier ich euch mal rein hier. Ja,
Es hat tatsächlich echt was gebracht hier mit dem Wasser. Was für ein Chefkoch bin ich denn bitte? Guck mal, die Pilzchen noch mit ein bisschen Wasser. Das ist doch schon eine echt gute Portion. So, das lassen wir hier noch mal ein bisschen durchgehen. Ich guck mal, ob diese große Kartoffel durch ist. Bestimmt die anderen auch schon safe durch. Ja, noch nicht. Falls damit nichts geht, dann werde ich auf jeden Fall zum Abendessen ein paar Muscheln haben. So sieht's aus. Und, oh Mann. Oder ich esse jetzt schon mal eine. Zu geil. Also meine Finger sind ja richtig schlimm auch schon. Na. Schmecken auf jeden Fall nach Muscheln. Und wir gucken. Ich habe letztens ein Video gesehen, dass man damit auf jeden Fall was fangen kann. Ich weiß nicht, ob die frisch sein müssen. Zwingend. Ja, okay, die müssen auf jeden Fall zwingend frisch sein, weil das hält hier überhaupt nicht am Haken. Also die ruppen direkt. Okay, dann gibt es später auf jeden Fall Muscheln zum Abendbrot. Aber jetzt erstmal geht der Wurm hier mal da schön rein. Ja, sollte passen. Fängt es hier voll an zu regnen auf einmal wieder. Geil. Aber passt. So Leute, da ist hier unser Schmackofatz und schön Hot Sauce. Damit uns schön warm wird. Boah, aber ich benutze nie wieder diesen verdammten Topf. Außer wenn ich Suppe machen werde oder Oktopus koche. So, dafür man sieht mich überhaupt. Ja, ein bisschen. So, ein bisschen umrühren. Also ich weiß ja, wie es eigentlich schmecken sollte. Mhm. Schnell, einfach, geil. So, ich steck mal auf und dann schauen wir mal, was wir angemacht. So, schön mit Stein und Sand das Ding sauber machen. Bevor wir hier wirklich gerade mal was Katzen kommen. Gucken wir, was die Angel macht. Also der Wurm ist noch da, das Gewicht auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß nicht, also hier sollte es eigentlich sandig sein. Ganz, ganz, ganz komisch. Scheiße, naja, mein Netz ist 80 Gramm Blei gewesen. Jetzt müssen die klein ran. Aber die haben auf jeden Fall, ja, eine bessere Shape, also eine bessere Form. Aber es sollte eigentlich da vorne alles Sand sein oder so Kiesel. Ich verstehe es manchmal nicht. So, jetzt haben wir so ein 20 Gramm Gewicht. Ja Mann, ich hau's jetzt einfach direkt rein und dann schauen wir mal. So Leute, also ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach, weil ich eben schon wieder so ein
20 Gramm leicht verloren habe, aus unerfindlichen Gründen. Ich ganz normal, Bremse locker, zieh ein, hängt. Ich zieh einmal doll, klack, direkt weg. Naja, jetzt habe ich mich entschlossen, da so ein 20 Gramm Pose mit so einem Knicklicht drinne und unten halt 20 Gramm Blei in frischen Wurm. Boah, keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht, ob man das so macht, aber ich will einfach mal sehen, was da jetzt passiert. Ich hoffe, es wird wegen der Pose nicht direkt hier reingetrieben, so schnell. Aber ich probiere es jetzt mal aus. Probieren geht über Studieren, sagt man doch. Ich habe gemerkt, dass das hier überhaupt keinen Erfolg bringt. Jetzt versuche ich einfach den mal. Den habe ich noch nie ausprobiert. Der ist zwar ein bisschen angerostet schon, aber den habe ich noch nie im Wasser gehabt. Ja, mal gucken, ob das überhaupt Sinn macht. Schreibt es in die Kommentare. Also das Angeln bislang, was ich versucht habe zumindest, war komplett erfolglos. Es kann auch sein, dass es einfach viel zu windig ist. Also die Jungs da hinten, die mit dem Licht aufs Gurt gegangen sind, die sind auch eben abgehauen vor 10 Minuten. War noch zweimal da, hab gefragt, die meinten, nee, leider keinen einzigen bislang gesehen, nichts, keine Bisse gehabt. Wird wahrscheinlich irgendwie am Wetter liegen gerade, weil es ist auch extrem, also wirklich, ich habe mir da schon wieder so eine kleine chinesische Mauer gebaut, falls irgendwie was passieren sollte in der Nacht, dass ich nicht komplett weggespült werde. Naja, ich überlege mir jetzt, was ich mache. Weil da oben sind wieder zwei Gestalten. Als die weggefahren sind, sind direkt da die nächsten zwei Gestalten aufgekreuzt. Die stehen da, angeln nicht und reiten sich scheinbar einfach. Oder rauchen einen Joint oder sowas. Auf jeden Fall, ja, es ist noch relativ früh, es ist erst 21 Uhr oder so. Mal gucken. Also, wenn die da weg sind, werde ich sonst da mein Glück noch probieren. Halt mit der Kopflampe, aber ja, weiß ich nicht. Ich habe halt deren Eimer gesehen. Die hatten einen Eimer mit Wasser, die waren komplett leer. Vielleicht ist es noch zu früh für die, keine Ahnung. Vielleicht haben die sich gerade alle satt gefressen, aber ja, wir werden es sehen. Schöne Grüße aus meinem Zelt. Ja, also Angeln hat nichts gebracht. Von daher werde ich mich jetzt ins Bettchen begeben. Oder in den Schlafsack, besser gesagt. Und einfach dann zum Sonnenaufgang wahrscheinlich aufstehen. Da sind die Fische auch sehr aktiv. Und da mein Glück versuchen. Also, gute Nacht. Scheiße, Mann. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Boah, die ganze Zeit fahren hier irgendwelche Leute rum. Irgendwelche Hunde, Leute schreien rum. Laute Mucke. Okay, es ist Samstagnacht. Habe ich mir gedacht, aber auch die Wellen, die sind so laut. Und teilweise wirklich, du denkst, du wirst jetzt hier mitgerissen von der Welle. Also das ist, boah, das ist echt krank, Mann. Also ich habe bis jetzt vielleicht 10 Minuten geschlafen, jetzt wenn ich gerade einpenne, kommt da irgendeine Welle und ich denke, ach buh, also du wachst direkt auf, trotz Ohrenstöpsel sogar. Und es ist arschkalt, also ich habe wirklich alle Schichten an, außer jetzt gerade die Jacke. Also die ziehe ich auch gleich an, wenn ich wieder drinne bin. Und boah, also wirklich, die Rettungsdecke wird gleich sofort ausgepackt. Das ist echt krank. Also wirklich, mit Glamping hat das gar nichts zu tun. Boah, so Leute, bin wieder im Zelt, hab jetzt die Rettungsdecke ausgepackt. Werd mich da jetzt komplett einwickeln mit. Und hoffe, dass ich dann irgendwie ein bisschen Schlaf kriege. Also
Das wird hier wirklich gerade zur Survival-Situation. Ja, Mann. Scheiße, Mann. Was habe ich mir dabei gedacht? Egal, ich versuche zu pennen. Es ist 1:30 gleich. Jesus Christus, Mann. Also, ich muss mir echt überlegen, nächstes Mal entweder richtige Ausrüstung dabei haben oder einfach zu Hause bleiben, Mann. Also, witzig ist das auf jeden Fall nicht. Bloody morning, Doggies. Boah. Ey, das war echt seit langem das Dümmste, was ich je gemacht habe. Aber erstmal werde ich jetzt ein Feuer anmachen. Dann erzähle ich euch mehr zu der ganzen Geschichte hier. Also es ist nicht spät. Es ist 4.48 Uhr. Wenn es hochkommt, habe ich maximal eine halbe Stunde geschlafen. Ja, warum erzähle ich euch gleich am Feuer am besten? Weil mir ist arschkalt. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Auf jeden Fall. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Also es war die ganze Nacht hier Action. Also wirklich. Weil hier kannst du halt direkt vorbeifahren, da rumfahren und es war die ganze Nacht Verkehr. Die sind teilweise, kann ich euch gleich zeigen, bis hier an den Strand fast rangefahren mit so einem Pickup. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob die Müll abgeholt haben, es kann auf jeden Fall gut sein. Auf jeden Fall, ich hab gar nicht gepennt, ich bin komplett im Eimer. Deswegen direkt erstmal die Würstchen hier ans Feuer gestellt. Und ja, ansonsten, viele sagen ja, oh, Meeresrauschen und so, da kann ich gut einschlafen. Also ich überhaupt nicht, wirklich gar nicht, habe ich gemerkt. Trotz Oropax war echt kritisch. Und ja, die ganzen Menschen, also keine Ahnung. Oh, da will schon wieder einer fast rauffahren hier auf dem Dings. Aber nee, der will nur wenden. Okay. Naja, jetzt gerade ist ruhig tatsächlich. Also hin und wieder fahren hier Leute vorbei mit Autos und so. So wie jetzt gerade da vorne. Ja. Weil, keine Ahnung. Samstagabend vorbei, die wollen ins Bett oder so. Auf jeden Fall. Ja, hatte ich echt viel Zeit zum Nachdenken. Vor allem was diese YouTube-Videos angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, also vor allem im Winter diese Camping-Sachen, ich habe immer so Bock drauf. Immer so Bock drauf, denke, boah, ja, nächstes Mal wird geiler und so, nächstes Mal wird geiler. Das Problem ist also wirklich ohne die richtige Ausrüstung, in Form von einem Schlafsack in dem Fall, den ich mir natürlich jederzeit kaufen könnte bei Decathlon. Einen dicken Schlafsack, hätte ich dann wahrscheinlich kein Problem mit. Das Problem hier ist, das riesengroße Problem generell auf Malta, auf Gozo, du hast hier echt fast nirgendwo deine Ruhe. Also maximal auf Comino, Santa Maria Bay, da kannst du ab nachmittags bis abends alleine sein und deine Sachen machen, wenn da nicht gerade 20 Yachten da im Wasser stehen. Und da angedockt haben und da auch übernachten und keine Ahnung was machen, da rumlaufen am Strand nachts und drehen und keine Ahnung was. Ist ja alles schön und gut, wenn es dabei bleibt. Aber hier, also letztes Mal schon, da X-Chini in der Bucht war,
sehr, sehr fragwürdig. Jetzt hier das Ding. Alter. Ich hab gerade meinen Arsch verbrennt. Also die Hose ist komplett von Hamburg noch in Eimer, überall Brandlöcher, überall. Naja, anderes Thema. Ja. Also so Camping-Sachen an den Spots. Also hier gibt jeder Spot ist hier bekannt. Außer vielleicht da unten Sergey Beach oder so. Da könnte ich echt alleine chillen campen, aber das ist halt, da müsst ihr auf irgendwelchen Steinen schlafen. Und Angeln ist da komplett, also sinnfrei, weil da unten ist alles voller merkwürdiger Gesteinsformation, wo echt, da kannst du nichts machen, außer irgendwas, vielleicht, weiß nicht, an der Oberfläche könnte man versuchen. Aber ich war da letztens tauchen und habe da jetzt auch nicht viel Fisch gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja, lange Rede, gar keinen Sinn wieder. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt andere Sachen raussuchen, auf die ich mich in den Videos fokussieren werde. Und das wird, sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich einfach an diese Spots fahre, die geil sind, und dann schön irgendwas koche oder grille, vielleicht ein bisschen ins Wasser jumpe, ein bisschen unter Wasser filme, die Fische, und dann einfach nach Hause gehe. Also vor allem im Winter. Also sowieso haben diese ganzen Camping-Sachen die allerwenigsten Klicks bei mir. Also das interessiert, glaube ich, gar keinen. Ich glaube, die meisten aktuell interessieren sich eher so für Malta oder halt für Yungay. Deshalb, also die Videos werden natürlich auch kommen, gar keine Frage. Die Sonne geht um Punkt 7.01 Uhr auf. Es ist jetzt gerade. Spielt 5.10 Uhr, also ja, fast 2 Stunden. Aber ich werde mich pünktlich mit dem Sonnenaufgang auf den Weg nach Hause machen. Weil das wird auch nochmal bestimmt 45 Minuten wandern sein, an den Klippen da entlang. Ihr kennt das Spiel, also hier um die Ecke, 5 Minuten Fußweg ist Sergey Beach. Und von da aus dauert das 40 Minuten. Das heißt, mit diesem ganzen Gepäck, okay, jetzt das Holz, das Wasser, die 2 Liter, Wissen was ist weggegangen, aber es wird trotzdem nicht ohne. Und ja, keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall den ersten Bus, glaube ich, nehmen vom Hafen Richtung Victoria. Und dann erstmal eine Runde schlafen und dann das Video schneiden. Und dann ist auch schon wieder Montag leider. Naja, so ist das Leben. Und auf jeden Fall, ja, werde ich da ein bisschen mehr Struktur in den Kanal reinbringen damit. So Leute, ich habe es mir jetzt doch anders überlegt und werde die Würstchen jetzt schön auf so einem Spieß im Feuer warm machen, ey, weil in der Dose im Wurstwasser hat es viel zu lange gedauert. So Leute, das Abenteuer ist vorbei. Ich hoffe, ihr genießt das schön, den Ausblick noch ein wenig. Ja, Feuer ist auch aus gleich. Sehr gut. Uiui. Naja, also ich werde mich auf jeden Fall jetzt auf die lange, lange, lange Reise nach Hause machen. Mal gucken. Akku ist eh gleich leer. Vielleicht nehme ich aber noch ein bisschen was auf dem Weg, wenn was passiert. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Genau. Bleibt sauber. Bleibt gesund.
Und danke fürs Zuschauen, Leute.